Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zum Autosave Simulator hier auf Kante Zockt. Okay, Transport Fever 2 natürlich, ich muss jetzt kam gerade in der Autosave rein. An meiner Seite darf ich begrüßen den lieben Manu. Aloha. Und wir befinden uns an der neuen Aufnahmesession, Folge Nummer 116. In der ersten Staffel von Transport Fever 2, das ist echt der Kracher. Ich hätte nie gedacht, dass wir die erste Staffel so weit ausreizen, aber es läuft echt gut. Die Mini-Ruckler, wurde ich letztens nochmal drauf angesprochen, sind leider nicht zu vermeiden, weil wir streamen, wir nehmen auf und allen drum und dran machen wir halt alles mit einem Rechner im Moment noch. Und deswegen sind da vielleicht noch ein paar Mini-Ruckler drin. Bitte entschuldigt das natürlich, aber es passt so. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Lieber Daniel Z. Punkt, vielen Dank für dein verschenktes Sub und GZ an Michael, den fleißigen Chatter hier auf Twitch. So, wir sind hier in Alt-Rahnstedt und der Bürgermeister laut Oberleitung hat uns gebeten, mal die Abdeckung zu kontrollieren. Das haben wir getan. Hier sehen wir 60% mit Waren. Die Waren kommen von weit her, das kann mal passieren, aber die Baumaterialien werden hier vor Ort produziert und da müssten wir eigentlich eine lockere 90% hinkriegen. Und das werden wir jetzt nochmal nacharbeiten. Und die Waren, da haben wir auch noch gesehen, da ist auch noch ein bisschen was nachzuarbeiten. Das kriegen wir also hin. Des Weiteren werden wir gleich noch eine Mitfahrt machen durch diese Golden Cunt Bridge einmal rüber. Das hatten wir auch nochmal vor. Und wir wollen jetzt halt, wie gesagt, die Bausteine ein bisschen optimieren. Das Ganze nochmal ein bisschen extrahieren und das Ganze so hinkriegen, dass es halt ein bisschen bessere Abdeckung gibt. Dafür brauchen wir Folgendes. Ein Manu. Anwesend. Das ist ja schön. Das war überhaupt nicht so abgesprochen, aber schön geklappt, Manu. Hast du gut gemacht. Ach, man ist es mittlerweile gewöhnt. Ja, ne? So, wir haben uns das Ganze schon mal. Ja, wir haben uns schon mal das Ganze angeguckt. Und zwar ist das Ganze ein Einrichtungssystem. Die fahren alle nur in eine Richtung. Und wir kommen jetzt mit unseren Baumaterialien von hier oben mal in die andere Richtung. Deswegen stellen wir es auf dieser Seite hier auf und können quasi entgegengesetzt der Fahrtrichtung wieder zurück zum Terminal fahren. Jetzt ist es natürlich so, dass es hier sehr eng geworden ist. Wir haben jetzt hier eine Gütertram und eine Personentram drin. Sprich, du hast damals schlicht geplant, einen schönen Aufenthalt. Was habe ich nicht gemacht? Das schlecht geplant bei der Indienststellung. Das habe ich wirklich. Perse, vielen Dank für 6 Monate Support. Vielen Dank für dein Resub, ja? Für deine Unterstützung. Sehr schön, dass du da bist. Wir wollten jetzt hier, nein, keinen Zug bauen. Wir wollten jetzt hier ein neues Depot bauen. Oder ein, wie sagt man dazu? Ein Umschlagterminal. Ein Umschlagterminal, so können wir das nennen. So, da müssen wir ein bisschen was für beachten. Und zwar wollen wir ja immer drauf fahren. Das heißt, wir ziehen es hier unten hin, weil wenn wir dann, ich muss nochmal schnell Ctrl-Ledi machen. Genau, da sind wir in der richtigen Spur drin. So, wir wollen jetzt ein bisschen Güterterminals bauen hier. 2, 3, 4 nehmen wir einfach mal. Und bauen dann auch hier die Ausfahrten hin. Einfach nur mal, weil wir es können. Ich möchte da mal was ausprobieren. Denk dran, groß genug machen. Groß genug machen wegen der Kappa. Ja, geht nachher noch nach hinten, aber ich muss jetzt hier vorne erstmal gucken, dass wir hier die Straßenverbindung hinkriegen. Du weißt denn, was ich meine. Ja, ja. Gut. Ja, es bringt ja gar nichts Zweispuriges hier zu bauen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal halt. Das sieht so stock und steil aus. Ja, bauen wir nachher noch um. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, der Hafen kommt daran. Die Ölraffinerien kommen nicht daran. Das ist gar nicht so schlimm. Die gehen ja nur hier unten hin und die LKWs holen das weg. So, und wo geht der jetzt hin? Der geht bis zum Hafen und bis zum Terminal. Und bis zu beiden Haltestellen. Also das passt. Das haben wir schon mal ganz gut hingekriegt. Zu spitzer Winkel. Mhm. Auch zu spitzer Winkel, okay.
Vielleicht vorher schon auf die Straße gehen? Meinst du hier schon ran? Das könnte man auch machen, ja. Könnte aber auch für Chaos sorgen. Aber Chaos ist ja eigentlich das, was wir wollen, ne? Zwangsweise. So, wir gehen mal mit dem direkt schon darüber. Ja, ich weiß, wir haben hier auch noch eine Straße, die können wir auch noch anschließen, hier vorne so. So, das war jetzt erstmal so, dass wir die Abfahrten haben. Jetzt müssen wir natürlich das ganze Ding noch erweitern. Ich habe mir schon fast gedacht, dass das passiert, dass die Straßen oben wieder Klettverschluss machen. Jetzt brauchen wir natürlich Lagerkapazitäten hier. Gibt es eigentlich einen Trick, die alle auszubauen? Auf einmal? Nee, habe bis jetzt noch einen gefunden. So, das haben wir. Jetzt müssen wir noch einen Straßenzugang haben. Und zwar 1, 2, 3, 4. Das hier ist jetzt auch gar nicht so dramatisch, dass die jetzt hier in einen rüberfließen. Das ist jetzt kein Drama, aber es ist seit dem letzten Patch so, wie es ist. Ne? Ja. So, auch hier brauchen wir theoretisch. Warte mal, wir gehen. Was hältst du davon, wenn du. Zweispurige Straßenbahn geht ja nicht, schade. Nee. Das ist einspurig. Nicht allzu viel. Aber man könnte jetzt von hier aus eine Straße bauen, die hier durch den Wald durchgeht, weil die meisten kommen dann ja da aus der Stadt zurück. Mhm. Dann brauchen wir gar nicht an unsere viel befahrene Straße gehen. Fahren dann hier hinten durch den Wald durch. Machen eine abknickende Straße oder lassen sie bleiben. So. Eins. Zwei. Drei. Ja, hätte jetzt auch mal klappen können, ne? Vorführeffekt. So, das Ganze müssen wir jetzt natürlich noch ausbauen mit Straßenbahn, mit Oberleitung. Wie können wir unseren Lord Oberleitung ohne lassen? Ah, und zack, ist das alles wieder umgebaut. Dann können wir die Hälfte wieder abreißen. Aber auch das ist jetzt, finde ich jetzt nicht unbedingt ein Drama. Willkommen in Kantopolis. Ja, ein Drama. Schön auf. Ja. Ja. Perse, du Verrückter. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Landen erstmal wieder ein paar Flugzeuge hier. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Vielen Dank, Perse, für 5 verschenkte weitere Subs hier. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Vielen Dank für deinen Support. So, Gütertram, Alt-Rahnstedt, Bauma. Achso, haben wir schon mal einmal. Dann müssen wir den ja in 2 umbenennen. So, dann wollen wir einmal den hier haben. Und den hier hinten. Dann müssen wir den jetzt natürlich nochmal erzählen, wie wir jetzt fahren wollen. Ne? Ja, so ein bisschen Routing wäre da jetzt ganz praktisch. Damit wir hier jetzt nicht zu viel drin sind, würde ich sagen, nehmen wir hier nochmal ein, zwei Wegpunkte. Am besten hier, dann sind wir hier nämlich auch schon mal runter von der Strecke. Dann können wir schön hier unten lang. Machen wir hier noch einen Wegpunkt. Und dann würde ich eiskalt sagen, dass wir hier rüberfahren. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, von Alt-Rahnstedt Abzweigung müssen wir jetzt dahin fahren wieder. Gut, dann sind wir da schon mal genau gut davor. Und ich hoffe, dass wir mit dem Wegpunkt
Achso, das ist davor. Mhm. Den müssten wir danach natürlich setzen. Guck ja, mal, sonst wird das wieder so chaotisch liegen. Dann haben wir genau den Gegenpart dazu. Und dann müssen wir natürlich in Aldran steht in der Abzweigung nochmal einen anderen Terminal auswählen. Dann nehmen wir zwei. Und dann ist auch die Streckenführung genauso, wie wir es haben wollen. Alter Schwede. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Ihr Verrückten. Cosimodo, vielen Dank für deinen Sub. Vielen Dank für deinen Support. Dein erster. Herzlich willkommen hier in Kantopolis. Schön, dass du reinschaust. Das heißt, dass wir jetzt hier die große Runde drehen, da hinten dann abladen und dann schön die große Runde wieder zurück. Genau das wollten wir so haben. Das war auch mit dem Bürgermeister so abgesprochen. Mit der Ferntram kommen ja auch die Waren hierher, ne? Also hier hatte der auf jeden Fall schon mal Waren geladen. Achso, die fährt hier außen, die Tram, ja. Die hat, glaube ich. Ja, die hält da nur an und liefert ab. An dem Ding am Hafen unten. Ja. Hier, oder? Ja, das ist so. Aber wenn gerade leer, dann gerade leer, ne? Ja. Die LKWs halten da. Ach, die hält vorne an der Ausfahrt. Ja, genau, die hält hier vorne. An der einen, in der Kurve halten die LKWs, um aufzutanken. Genau. Und vorne schmeißen sie das Zeug raus. Na, die tanken ja ab hier, die LKW. Hm. Ach, die laufen ja auf Volldampf. Müssen wir nicht auch noch jetzt machen. Also jetzt machen wir erstmal die Baumaterialien. Damit setzen wir jetzt erstmal ein paar Trams drauf. Tram ist hier. Tramdepot. Fahrzeuge kaufen. Ein Gütertram. Damit es zu den anderen passt, sollten wir da auch die Cobra nehmen. Ja, damit sie alle mit derselben Geschwindigkeit verarbeiten. Genau. Fahrzeuge 44 Kapazität. Ich würde sagen 4 Stück. Also 44 hört sich besser an. Ah, okay, weil du es bist 5. Oh, jetzt habe ich 3 eingestellt. 5, so. Ein bisschen Wartung, damit die uns nicht unter den Popo wegrosten. Und dann... Naja, sagen wir so, der Wagenkasten ist ja aus Aluminium bei den Dingern. Aber die Räder würden wegrosten. So, die haben wir schon mal in Action gebracht und weil es so schön war und wir über die Brücke fahren wollten. So, nehmen wir doch die Gewürze gleich mal in die Hand. Würde ich sagen, auf geht's. Oh, hier kommt der falsche Personenzug hier. Schönes Bild, ey. Jetzt so im Nachhinein. Okay. So, lehnt euch zurück, nehmt euch ein kühles Getränk und genießt die Fahrt. Prost. Prost. So, das ist ja unsere schöne neue Brücke, die wir hier hingezaubert haben. In schwerer Umarbeit, ohne dass wir hier einmal die Straße komplett abgerissen haben oder den Verkehrsfluss nicht hinbekommen haben. Oh, guck mal, da kommt der Gegenpart. Wie war das? So manche deutsche Kommune könnte sich da eine Scheibe abschneiden. Ja. Das ist schon imposant, muss ich sagen. Die Brücke war ja auch nicht billig mit den 13 Milliarden Dollar, die wir dafür ausgegeben haben. Es waren nur Millionen, aber okay. Ah, jetzt hat der Manu wieder zugehört. Ich habe ja gehofft, der hört das nicht mit den Milliarden. Mist. So, das Gute ist auch an den mehrspurigen, dass die LKWs in der Mitte fahren. Die fahren ja schneller als die Trams. Deswegen außen die Trams, in der Mitte fahren die LKWs über Überholspur. Das heißt, es läuft alles. Das läuft. Da kommen wir mal hier. Gegenüber dem Dauerstau von vorher. Das stimmt. Das war wirklich teilweise grenzwertig.
Ganz schön in Zeitwand dadurch. Das finde ich auch. War auf jeden Fall eine gute Investition. Ja, diese Straßenübergänge von 3 auf 2 Spuren könnten sie irgendwann auch mal ein bisschen besser machen. Ich frage mich sowieso, woran sie gerade arbeiten. Ja. Weil die haben jetzt ja nur Performance gemacht. Das heißt, die ganzen Designer hatten quasi Urlaub, ja, glaube ich. Das Einzige, was designtisch ist, ist die Golden Gun Bridge jetzt gewesen, was die dazu kam im letzten Patch. Also ja. Sprich, die Hänge, also diese orange-rote Hänge. Zeit, Brücke. Ja, genau. Aber sonst designtechnisch kam jetzt nichts so wirklich Neues. Nö. Weder weichentechnisch noch sonst irgendwas. Ich meine, ein bisschen was haben sie gemacht. Das heißt, die einige Masten haben sie von den. Die Mastenberechnung, wo sie hinkommen. Genau. Die haben sie gemacht. Kurven kreuzen, ja. Aber ansonsten ist eigentlich vieles so geblieben. Deswegen. Könnte sein, dass sie an irgendwas arbeiten. Ich weiß es aber nicht. Ich bin aber sehr gespannt, weil ich das toll finde, wie sie das machen. Nicht zu viel verraten, weil vielleicht haut es nicht hin. Aber dann lieber mit rauskommen und sagen, bam, wir haben was gemacht. Ja gut, die Bridge hatten sie ja auch nicht angekündigt. Genau. Auch in keinem Preview-Video zu dem Patch. Und auch in keiner Patch-Notes. Ja. War einfach da. Voll geil. Ja gut, aber auch die Brücke unterliegt ja gewissen lizenzrechtlichen Bestimmungen. Also werden sie wahrscheinlich die Lizenz gebraucht haben. Da könnte man von ausgehen, ja. Weil die ja als Wahrzeichen ja unter einem gewissen Schutz steht und du die nicht so einfach kopieren darfst. Ja, das ist sowieso diese Lizenzgeschichte ist ja sowieso so eine Sache. Also. Haben wir da eigentlich überhaupt Tramgleise gelegt? Ja, ne? Ich bin jetzt gar nicht so sicher, aber ja. Ich mir auch nicht. Aber doch, da fahren ja überall Trams lang. Wir fahren ja quasi eigentlich genau komplett. Ja, und die Neubaustrecke hast du ja mit Tram nachgerüstet. Ja. Also sollte funktionieren. Sollte theoretisch funktionieren. Aber wir fahren jetzt eh nach Alte Ranstedt Abzweigung. Deswegen, wir fahren jetzt hier links rum. Und dann sind wir schon auf dem Linienweg. Na gut, dass er sich in keiner Straßenbahn, weil ich jetzt verheddert hat beim Abbiegen. Alter, das ist auch geil. Ne? Das sieht echt gut aus. Also, wir haben ja auch vorher Cities in Motion 2 haben wir gespielt oder ich mit dem Helge. Und da war es ja auch schon echt cool, was man da schon machen konnte. Aber das ist schon echt eine Steigerung hier. Muss ich sagen. Und ich bin gespannt, was sie noch machen. Weil sie sind ja immer noch dabei, das Spiel fertig zu machen. Es ist ja noch lange nicht fertig. Zumindest nicht so, wie sie es haben wollen. Deswegen gab es ja von Transport Fever auf Transport Fever 2, damit die das Performance, dass sie die Engine noch ein bisschen verbessern können. Und jetzt arbeiten sie natürlich an den Feinheiten noch, sodass sie ins nächste Zepter gehen können. Ich schätze, es wird noch ein Transport Fever 3 geben und dann vielleicht mit Transport Fever 4 den Multiplayer, schätze ich. Es wäre wünschenswert, weil ich würde mich gerne mit dir battlen. Du würdest dich gerne mit mir battlen? Yep. Okay. So angelegt an das Multiplayer-Battle mit dem Helge. In etwa. Mhm. Mal schauen, welche Firma schneller pleite geht. Ja, vor allen Dingen, wenn wir das ja mit dem Helge, haben wir das ja so gemacht, dass wir uns einen Punkt rausgesucht haben, wo Umsteigen ist. Mhm. Und da ist dann halt auch echt Umsteigen. Das heißt, es ist die einzige Verbindung von den Städten zueinander. Ja. Ne, man sagt, die eine Hälfte ist das, die andere Hälfte ist das und da machen wir einen Umstieg. Und da haben wir einen zentralen Knoten gemacht, da war die Hölle los. Und du musst natürlich sehen, dass du so viel wie möglich da reinschmeißt. Und wieder rausziehst. Und wieder rausziehst. Und du musst auch die Kapazitäten haben, dass du den Bahnhof wieder leer kriegst. Also das ist schon echt eine spannende Geschichte gewesen. Und dann haben wir nachher auch Auflagen gemacht. In der ersten Woche nur Bus, in der zweiten Woche nur Tram, in der dritten Woche U-Bahn und so weiter und so fort. Weil du musstest nachher echt schon sehen, wie du da überhaupt durchkommst. Ne? Also es war schon eine Hausnummer. War schon echt cool. Also wenn ihr euch das angucken wollt, gibt es das Ganze auch noch als Playlist auf meinem Kanal. Cities of Motion Multiplayer mit dem Multiplayer Battle mit dem Helge.
kann ich euch nur empfehlen. Ja, es waren sehr lustige Folgen. Ja. Hätte ich auch wieder Lust zu, aber das geht, der Multiplayer geht nur noch im Netzwerk, also im Local Area Network. Network, nicht mehr im Internet. Deswegen warten wir ja immer noch auf Multiplayer im Transportgeschehen. Es gibt keinen, bei Machine Key sind sie noch nicht so weit, aber das ist natürlich auch ein Entwickler, das muss natürlich alles machen. Denn bei Rise of Industries fehlt auch noch einer. Mhm. Das ist auch noch kein Multiplayer, hat auch mit Transport und sowas zu tun. Und noch vieles andere, ne? Vielen Dank fürs Fensterputzen, Cookie 2. Vielen Dank für deinen Support. Ja, und der Einwand unseres Jung-ITlers mit dem VPN haben wir auch schon getestet, geht auch nicht. Nein. Obwohl, einen direkten VPN-Tunnel haben wir jetzt noch nicht eingerichtet. Also von der Fritzbox zur anderen Fritzbox. Das oder würde von vielleicht von einem anderen hochwertigen Router-Anbieter zum anderen Router-Anbieter. Ja, der Anbieter ist ja derselbe. Nein, ich meine Hersteller. Achso, so meinst du das. Okay, ja. Es gibt ja außer diesem Berliner Unternehmen ja auch noch ein paar andere. Okay, ja, entschuldige. Durchaus arrivierte Unternehmen. Ja. Ich habe gerade Produktplatzierung gemacht, obwohl ich sage, aber wir kriegen da kein Geld für. Das muss ich ja erwähnen, sonst kriege ich da nachher Ärger. Habe ich hiermit getan. Dieser Name wurde nur beispielhaft genommen, weil er sehr weit verbreitet ist. Hashtag Journalismus. Ja, so gut. So gut. Aber auch diesen Feldversuch werden wir mit Sicherheit unseren Zuschauern irgendwann präsentieren, sollte er funktionieren. Ja. Ich habe gestern noch etwas gelernt von einer netten Dame. Die hat sich jetzt Kopfhörer gekauft fürs Handy. Diese Stöpsel, die ohne Kabel sind. Ja, kennst du bestimmt auch schon. Gibt ja welche, die sind teurer, gibt es die günstigere Variante. Und in diesen kleinen Stöpseln ohne Kabel, die du ins Ohr reinsteckst, da ist ein Mikrofon drin. Ja. Das wäre ja was für einen Livestream. Mhm. Auf den fantastischen Terrassen. Ja. Als Mikrofon, weil sonst gibt es ja nur die Lavalier, aber das ist ein anderes Thema. Da schweifen wir jetzt viel zu weit ab. Alter, was für ein Knotenpunkt hier. Jetzt haben wir ja noch eine Linie mehr. Aber es funktioniert alles, ohne dass einer warten musste. Habt ihr es gesehen? Als wäre es abgesprochen im Linienfahrplan. Ja. Mhm. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. So, jetzt fahren wir nochmal mit bis zum... Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Alter Schwede. Vielen Dank, Feldjäger, für 10 Monate Support. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du reinschaust. LKW-Fahrer ist aber auch mutig gewesen. Klar, rechts vor links. Ach nee, da war er. Muss ein Engländer gewesen sein. Muss ein Engländer gewesen sein, ja. Aber, Engländer, ja, England. Oder er kam mit dem Motto, ich bin ein Stahlross, diese Alubüchse interessiert mich nicht. Oder gerade von seinem Handy geguckt, huch, da war ja einer. Wenn dann so die Plastikelemente der Frontschürze noch dann am LKW hängen. Ja. Echt, guck mal, da liegen schon die ersten Baumaterialien. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch was entdeckt, was noch nicht abgedeckt war. Ja, dann haben wir jetzt das Thema noch mit den Waren. Ja, da waren noch Themas. Waren. Da waren noch Waren gewesen, Waren. Genau. So, guck mal, da alter Schwede, zwei Baumaterialien damit. So, jetzt gucken wir mal nach. Hat sich das schon gebessert? Nö. Muss ich ja erstmal einbürgern. Muss ja erstmal alles produziert werden. Aber hier muss ja erstmal der Stein rausgeschmissen werden. Das ist immer noch bei 200 Versand. Kann natürlich echt an den Schiffen liegen, ne? Ja, die sollten wir vielleicht mal schauen, ob wir da was Schnelleres haben. Wieso fahren die nicht so schnell? Nee, die waren, glaube ich, 27 oder so. 32, wo ist Höchstgeschwindigkeit?
Okay, wenn du jetzt mal Fahrzeuge verwalten gehst, hatten diese kleinen nicht diese Schubleichter nicht ein bisschen höhere Geschwindigkeiten? Nein. Oder war das erst die Vio, oder? Aber es liegt jetzt hier mehr Stein. Ja gut, die müssen ja durch die Pampa erstmal mit der Straßenbahn kommen und dann aufs Schiff gehen. Versand 200. Pass auf, wir machen jetzt einfach mal, weil es ja so lange unterwegs ist, setzen wir einen Steinbruch nochmal hin. Vielleicht bessert sich das dann ja. Wenn der auch produziert und die Umschlagplatz rankommt. Ja, kommt ran. Im Moment produziert er noch nicht. Er ich muss erstmal angefordert werden. Oh, hier ist gerade der Zug durchgefahren. Und jetzt kommt der andere Zug. Und alles steht. Ich das muss meinen Flieger kriegen. Nee, der ist schon weg. Das könnte natürlich auch ein Hemmschuh sein. Könnte, ne? Mhm. Da vielleicht noch eine Unterführung bauen? Ja. Ein bisschen kurz. Also müsste man eigentlich vorher schon ausschwenken. Du hast da ja so eine schöne Kurve drin. Mal vorher gerade gehen, runtertauchen, unter der Schiene durch, auf deiner Seite wieder hoch. Ja. So in Grad. So ungefähr. Elektrisch. Haben wir da noch Weiche? Ja, da haben wir noch Weiche. Ich muss leider mal kurz Pause machen. Auch wenn wir das in der nächsten Staffel ja nicht mehr machen wollten. Aber sonst schaffe ich das nicht. Da steht noch ein Signal, glaube ich. Nee, da war verbunden mit dem anderen. Ah. So, jetzt müssen wir hier nochmal einen Ticken runter. Ordentlichen Ticken runter. So, genau. Dann gehen wir hier. Müsste eigentlich schon gehen, dass es gerade ist. Ich probiere es mal. Altes Gleis, ja. Altes Gleis. Schön. Wie geplant. Aber Steinbrücke? Nein, keine. Oh, guck mal, da ist nicht mal ein Träger drunter. Mhm. Schön. Sieht schön aus. Ich fange schon wieder an zu zaubern, obwohl wir eigentlich nur eine Straße bauen wollten, ne? Ja, ja, da war ja was. Wir wollten eigentlich nur kurz was machen. So, jetzt können wir wieder Play machen, oder? Ja, kein Dreieck mehr. Gut. Straße weiter bauen. Obwohl, wir können ja dann auch. Zu einmal abzweigen in die eine Richtung, einmal in die andere. Ich würde schon noch ein bisschen spezifischer gehen, dass wir hier einen einspurigen Abzweiger machen, der hier nur ausschert. Ja, das sieht mit Sicherheit auch nicht schlampert aus. Mit Sicherheit nicht.
So, pass auf. Klar können wir das mit Umleitung und Co. jetzt machen. Dann wird es aber, glaube ich, nicht so ein schönes Ergebnis geben, als wenn wir das jetzt so weitermachen. Den lassen wir hier kurz anpappen. Den nehmen wir dann gleich wieder weg. Du wolltest doch in die andere Richtung. Ach nee, du hast Stein mit. Du in die andere Richtung? Nö. Keine Ahnung. Post alles. Die ist Post alles, ja. Autosave. So, einmal hier rauf. Dann bauen wir das hier jetzt mal mit Umleitung. Ja, den schmalen Feldweg fand ich vielleicht auch noch ein bisschen ausbauen, zwecks Performance. Ja, wir haben da nur die schmalen Straßen, ne? Ja, das ist ja das Original gewesen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das kann man natürlich auch so lassen. Das ist der Lidl eine vorher abbiegt drüber. Ja, da muss der halt da warten. Aber es ist ja nichts. Haben wir halt die alte Straße gelassen. Der muss jetzt halt da warten. Aber der Güterverkehr flutscht, ja. Aber der Güterverkehr geht durch. Sehe ich auch so. Ist ja nur auch, ist auch nur eine Richtung. Ja. Rückweg fährt er hier unten lang. Ja. Ich finde das, so gut. Sieht richtig gut aus. Und dann können wir natürlich hier nochmal das Maltool wieder nehmen. Dass das Sandige hier unten mal ein bisschen wegkommt. War das Aufschütten als Fake? Dass der Treibsand wegkommt? Ja. Doch alles hat er Fels, wo wir gebaut haben. Kann doch nichts passieren. So. Das habe ich mir fast gedacht, ey. Das war eine steile Kante. Ziemlich wässrig, finde ich. So, weggezaubert. Shift, oder? Was? Mit Shift oder nee, einfach nur so? Nur mit Anheben gemacht. Ah, okay. Habe ich mit Anheben weggezaubert. Das ist hier. Kletten mag er da nicht. Hm. Dann lass es doch so schroff. Ja, dann ist das so. Ne? Aber ich denke, das ist ganz gut gelungen so. Das haben wir ganz gut hingekriegt. Dann fahren jetzt auch alle durch. Damit noch weniger Versand. Dafür haben wir die jetzt da. Okay. Hauptsache ist halt, dass der hier genug gekriegt. Na gut, der hat auch im Lager. Wie sieht jetzt die Abdeckung aus? Immer noch bei 80, aber wir sind jetzt bei 135 von 162. Dafür sind die Waren jetzt auf 90%. Wie geht das denn? Nicht, dass die Straßenbahn auch nur Waren mitnimmt. Da wäre wohl der Oberkracher.
Der hat noch nie was mitgenommen. Baumaterial. Baumaterial. Aber darum ist auch gar nichts, was Waren haben möchte. Stimmt, das ist ja alles unten. Guckst du mal den Einzugsbereich von deinem Terminal? Ist das vielleicht in die Stadt reinkommt, dann nicht, ne? Also, müssen wir doch noch ein bisschen Waren anliefern. Ja, komm, aber. Größe. 6. Von da bis in die Stadt. Bis zum Terminal in die Stadt kommen wir von da aus. Keine Ahnung. Jetzt haben wir auch wieder nur noch 70%. Ja, das ist halt mit den Waren, das ist halt ziemlich ungewiss, ne? Aber wir haben noch was anderes vor. Wir haben noch was anderes zu tun. Und zwar stapelt sich hier das Holz mit Ausrufezeichen. Das heißt, wir haben hier zu viel Holz. Zu viel Nachfrage. Und das Holz müssen wir jetzt da wegkriegen. Deswegen holen wir uns aus Karlsruhe und ja, es ruckelt auch bei mir so, aber das ist halt in Karlsruhe ist halt ein bisschen mehr los, ne? So, ich glaube, wir müssen Diesel kaufen. Ja, irgendwas schnelles Dieseliges, eine GE. Ja, die GE nehmen wir. Erstmal die Anreise machen, ja. Kaufen. Und dann Güterzug. Görlitz Holzrangier. Genau. Kalt macht er hier gleich einen durch, ey. Ohne zu warten. Glück gehabt. Der hat rot, weil der Zug hier durchfährt. Boah, hier ist aber Verkehr, du. Okay, die Mitfahrten müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Die haben wir ja schon beim letzten gemacht. Die haben wir beim letzten Mal gemacht, genau. Aber wir müssen ja noch die Vorbereitungen treffen, dass der überhaupt vernünftig funktionieren kann. Stimmt. Wir müssen noch eine Weiche haben. Ein Ausweichgleis. So, ohne Oberleitung. Und dann fangen wir hier an. Dann haben wir auch ein gutes Mittelmaß. Denke ich mal, der 80 ist da in Ordnung, dass wir dann ins Gleis rausgehen. Und dann müssten wir eigentlich schon wieder ins Gleis zurück. Mhm. Vor der Brücke. Aber eine 66 ist schon sehr gering. Kreisen und nochmal versuchen. 73. 78. Müssen wir mal gucken, ob das passt. Das passt. Oh, ist noch ein bisschen Signalisierung. Du meinst, ich soll ein Signal setzen? Ein, zwei Signale wären ganz praktisch an der Stelle. Heute mal kein Standardsignal. Oh, stimmt. Ja, okay. Haben wir mal was anderes gebaut. Sieht aber auch hübsch aus. Kann nur nichts mit denen anfangen.
Gut, das müsste jetzt so passen. Der andere Zug ist jetzt dann noch unterwegs. Da hat hier wieder ordentlich Maschinen dabei. Wie ist hier denn die Abdeckung? 90% Maschinen. Was macht uns überhaupt unsere Maschinenproduktion? Ist doch irgendwo bei Dresden da hinten. Läuft auf 80-90%, schätze ich. Am Bahnhof liegt noch ein Haufen Zeug rum. Ja gut, das ist aber verteilt auf zwei Linien, ne? Ja, dann geht's ja noch. Aber noch nach Dresden rein. Da ist ja gerade im Anrollen. Genau. Der fährt gerade weg mit Maschinen. Der will auch abhauen, habe ich gehört. Wartet aber auf freie Wege. Da holt nämlich jetzt Stahl. ...37 Werkzeuge. Ach, da steht schon der nächste Stahlzug und wartet. Den Stahlzug, den könnten wir auch noch mal gucken. Also die Eisenerz und Kohle. Ja, stimmt. Haben wir auch schon eine Weile nicht mehr geschaut. Obwohl, Stahl haben wir eigentlich ganz gut. Kohle haben wir weniger als Stahl oder viel weniger als Stahl. Als Eisen meinst du? Ja, als Eisen, genau. Aber Kohle liegt hier genug rum. Wird bloß nicht abgeholt. Wenn? Zug zu klein? Was hat denn der Kapazität? Ja, das waren die normalen. Waggons, da wollten wir ja doch auch auf die roten Schüttgut umgehen, oder? Wird sich wahrscheinlich rentieren, ja. Bei der Masse. Und dann sehen wir also 200 Meter Bahnhof. Ja, eins ist Unterschied, der fährt ja dann... Waggons sind ja 160er gewesen, deswegen hatten wir sie erst nicht genommen gehabt. Genau. Die hatten auch nur 20er Kapazität. Warte mal, wenn wir jetzt auf 200 Meter gehen, 280 Kapazität. Das ist mal 82 mehr als vorher. Das stimmt. Zug. Ah, ein paar mehr hat er mitgenommen. Und Details. Zustand ist mittelmäßig, Unterhalt ist hoch. Leistungsbewertung ist immerhin gut. Ist nur noch der eine rote, wegen der Mitfahrtfolge. Ja, den sollten wir vielleicht auch mal irgendwann austauschen. Ach, was. Eine Randgruppe muss immer. Ja, dann sind wir jetzt soweit eigentlich durch mit der... Oh, wow. 21. Oh, aber gut, Verkehr. Die Flugzeuge machen Plus. Die Züge, oh, fast Plus. Kommt noch der Gegenpart dazu. Der ist voll. Oha. Rundes zum eckigen Ding. No, ist aber abgeräumt. Oh, steigen hier knapp 30 aus und 30 wieder zu. Wow. Mal abwarten, wenn dann demnächst mal Concorde und Concordski kommen. Und dann wird's interessant. Concorde und Concordski. Mhm. Aber ich glaube, die wollen alle nach Dresden, ne? Ja. Mhm. Ich glaube, so Doppeltraktion wäre mal ganz praktisch. Oder nochmal zwei drauf schicken. Das könnte man auch machen, stimmt. Ja gut, jetzt im Moment sind vier drauf. Jetzt habe ich noch zwei dazu bestellt. Tut mir leid.
eigentlich vergessen? Nee, habe ich nicht vergessen. Könnte natürlich auch sein, dass es denn zu voll ist, ne? Ein bisschen mehr Signale haben, damit das mit der Taktung takt. Macht der dann hier? Boah, das ist auch okay. Was aber ordentlich dann doch. Ist alles noch Dresden, das ist ja krass. Ja, Dresden ist ja auch ordentlich gewachsen. Aber hier an Seite platzt er. Da ist der nächste Kohlezug. Voll. Sehr gut. Okay. So, der Zug muss jetzt auch irgendwie im Anrollen sein, schon fast. Gucken wir mal. Ja, guck, fährt schon auf die Strecke rauf. Dann könnte man ja gleich tauschen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer weiteren Folge, wo wir dann diesen Zug hier tauschen werden. Ich hoffe, dass euch Spaß gemacht hat und würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder reinschaut in eine weitere Folge. Gerne auch in andere Projekte, wie zum Beispiel die Rail Valley oder ältere Projekte wie Cities in Motion, wie vorhin angesprochen, oder City Skylines oder ähnliches. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Kante. Tschüss. Tschüss.